Wir haben heute mal wieder einen kleinen Wahnsinn aus der ästhetischen Medizin gefunden, und zwar die Black Swan Eyes. Wobei ich sagen muss, dass ich das sogar selber schon dreimal gemacht habe. Hallo, mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien, und Black Swan Eyes ist ein Ausdruck für etwas, was wir uns in einem Video gleich anschauen, aber es geht im Prinzip um eine Oberlidstraffung und eine Brauenanhebung. Die Idee prinzipiell nicht schlecht, und ich habe im Intro vorher kurz gesagt, ich habe das selber schon dreimal gemacht. Und zwar habe ich das vor vielen Jahren bei drei Männern gemacht. Männer neigen dazu, dass wenn sie älter werden, die Augenbraue relativ tief sinkt, oder lassen wir es vielleicht anders sagen. Wir Männer haben von Haus aus eine tiefere Augenbraue als die meisten Frauen. Und bei jedem ist es so, dass im Alter die Augenbraue beginnt zu sinken. Ich habe sehr viele Männer in der Ordination, die kommen, um sich die Oberlider machen zu lassen, und mit einer tiefen Augenbraue da sitzen, und ich sage so, leider sind es nicht die Oberlider, sondern es wäre sogar ein Wahnsinn, wenn ich jetzt die Oberlider noch, wenn ich hier etwas schneide und die Augenbraue noch zusätzlich nach unten ziehe, wäre es noch schlechter, sondern ich müsste eigentlich die Augenbraue anheben. Und das Problem beim Heben der Augenbraue ist folgendes: Wie soll ich es denn machen? Die eine Variante, die es gibt, ist oben am Harnsatz schneiden. Das fällt bei Männern meistens weg, weil wir diese Geheimratsecken oder die Haare uns oben ausgehen. Die zweite Möglichkeit, die ich übrigens sehr oft mache, ist, dass ich bei einer Oberlidstraffung zusätzlich mit so einem inneren Brauenlift die Augenbrauen oben von innen fixiere. Aber wenn die Augenbraue vor allem auch in der Mitte, also in der Hälfte Richtung Mitte hinein sehr stark gesunken ist, dann gibt es nur die Möglichkeit, die Augenbraue irgendwie so anzuheben. Und ich wurde schon oft gefragt, ob ich mir schon die Oberlider habe machen lassen. Die Antwort ist nein. Das ist von Haus aus einfach ein bisschen leerer bei mir. Aber bei mir wird sicherlich in den Videos dann, wenn wir es 10 Jahre später noch immer YouTube-Videos machen, werdet ihr sehen, dass meine Augenbraue sehr tief nach unten rutscht. Und dann muss ich mir auch überlegen, wie kriege ich die Augenbraue nach oben. Und da gibt es eben eine Schnitttechnik, dass ich am Haaransatz von der Wimper ein Stückchen Haut, Fettgewebe wegnehme, das am Muskel nach oben fixiere. Nur entsteht eine Narbe. Und zwar eine Narbe, die in meinen Augen deswegen auffällig ist, weil sie sichtbar ist, und wenn ich immer ich symmetrische Narben habe, schaut das total komisch aus. Und ich habe das, wie gesagt, bei drei Männern gemacht, die prinzipiell sehr zufrieden waren. Ich habe es vor 5 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gemacht. Mir hat es nicht gefallen, und deswegen biete ich es nicht mehr an. Auch wenn das quasi bei vielen Menschen, die eben schon älter sind, die einzige Möglichkeit noch ist, die Augen ein bisschen aufzubekommen. Das Verrückte am Black Swan, und das schauen wir uns jetzt gleich im Video an, ist, dass das eben gemacht wird bei Frauen, die prinzipiell wunderhübsch sind, die einfach nur etwas haben wollen, dass sie diesen Transversalwinkel der Augen und der Augenbraue so nach oben haben wollen. So wie es oft geschminkt wurde. Und dazu schauen wir uns jetzt das Video ganz kurz an. Wir haben wieder mal aus TikTok etwas gefunden, eben diese Patientin. Analysieren wir vielleicht ganz kurz vorher, wie sie ausschaut. Sie hat dieses typische Asian Eyelid. Asian Eyelid heißt, dass sie quasi diese Falte, die in der Mitte nach innen geht, nicht hat. Die wird auch oft erzeugt durch eine spezielle Schnitttechnik. Man nennt das auch Epicanthus, der erzeugt wird. Und zusätzlich war sie der Meinung, dass die Augenbraue relativ tief ist, was wir in dem Video aber sehen, dass unfassbar viel angezeichnet wird. Also die Stirn wird quasi schon fast um ein Drittel reduziert, oder die Augenbraue massiv nach oben gezogen. Und wir sehen jetzt dann quasi im Video weiter, was kurz danach war oder wie das kurz danach ausgeschaut hat. Man hat quasi diese typischen Katzenaugen sind erstellt worden, also sind zusätzlich die Oberlider gemacht worden, und wir sehen schon diese massive Narbe, die genau idealerweise in dem Übergang zwischen Haare und Haut genau in den Rand reingelegt wird. Und das Ganze soll jetzt ganz, ganz toll wirken. Wenn wir jetzt weitergehen in die Wundheilung ein bisschen später, soll das ganz super ausschauen. Wenn ihr aber genau schaut, seht ihr bei ihr im oberen Rand relativ deutlich die beiden Narben. Wir müssen uns jetzt vorstellen, die ist geschminkt, die ist im perfekten Licht gezeigt, und trotzdem sieht man in meinen Augen relativ auffällig auf der linken Seite, dass die Narbe sogar eben nicht im Bereich der Haare, sondern höher sitzt, auf der rechten Seite auch, also ich sehe beide Narben. Und jetzt kommt noch der lustigste Teil überhaupt: Es wurde ja extrem viel bei ihr entfernt, wir sehen jetzt noch eine zweite Videoaufnahme, und jetzt versucht sie dann einmal mit den Augen zu blinzeln, und leider geht nicht ganz zu, schaut's. Oh, und ich versuche einmal zu blinzeln. Also warum die nicht die ganze Zeit rote Augen hat, frage ich mich eigentlich eh, weil sie kriegt eigentlich die Augen fast nicht einmal mehr zu. Also eine Technik, die gemacht wird, um quasi die Augenbraue anzuheben, kann man darüber streiten, ob das gut ist. Ich in meinen Augen finde es nicht gut, weil ich nicht bei Patienten eine Narbe setzen will, die dann auch immer sichtbar ist und vor allem symmetrisch. Wenn du das auf einer Seite hast, kann man immer sagen, ich habe einen Cut gehabt, aber wenn du es so richtig mitten im Gesicht, mitten in den Augen, die ja unser erstes Kommunikationsinstrument sind, zwei ganz auffällige Narben hast, dann muss man sich schon fragen, ob das aus medizinischer Sicht, wenn die Augenbraue runterhängt, wirklich sinnvoll ist,
und aus ästhetischer Sicht quasi bei einer 20-jährigen Patientin irgendwie die Augenbrauen zu zerschneiden, nur damit man quasi irgendeinen Blick hat, der so nach oben ist, also diese Black Swan Eyes, ist für mich so und so indiskutabel, aber ich wollte es euch auf jeden Fall zeigen. Wenn ihr Fragen habt, Foxy Eyes, Black Swan und dieser ganze Blödsinn, der da draußen kursiert, freue ich mich trotzdem über die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt noch auf mehr Videos, dann einfach den Kanal abonnieren. Wenn ihr auf die Klingel drückt, dann bimmelt es zweimal in der Woche, weil so oft schicken wir Videos raus. Und in diesem Sinne einen schönen Tag und bis bald.